Ein Kind auf dem Arm rennt der Soldat durch eine Straße voller Trümmer. Die Angst ist den beiden förmlich ins Gesicht gemeißelt. Was aussieht wie eine Szene aus einem Albtraum, war noch vor 20 Jahren brutale Realität für tausende Bewohner der kroatischen Stadt Osijek. Der Fotograf Marin Topic hat diese Eindrücke festgehalten. Nicht als objektiver Kriegsberichterstatter, sondern als Betroffener der kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Serben und Kroaten. Während des Balkankrieges 1991 bis 1995 machte sich Pforzheim stark für die Stadt am östlichen Rand des Mittelmeerstaates. Eine tiefe Freundschaft verbindet die beiden Städte, die in der Fotoausstellung im Kulturhaus Osterfeld eine weitere Bestätigung findet. Osijek und Pforzheim sind Freunde und solche Ausstellungen sind sehr wichtig, damit wir einander näher kommen. Aber nicht nur auf diesem Gebiet, sondern auch auf anderen Gebieten wie Kultur und Sport. Gespannt lauschten die Besucher der Eröffnungsfeier den mediterranen Klängen der Musik, zu der die Folkloregruppe Zagreb aus Bruchsal sang und tanzte. Ante Cicvaric, Generalkonsul der Republik Kroatien, und seine Landsmänner betonten während ihrer Reden die Bedeutung der Beziehungen zwischen Osijek und Pforzheim. Die Ausstellung zeigt nicht nur schwarz-weiße Fotos aus Kriegszeiten. Farbintensiv stellt Marin Topic das Vergangene der heutigen Schönheit der Stadt gegenüber. Eine Einladung, sich persönlich vom Wandel der Zeit mitreißen zu lassen. Seit dem Krieg sind 20 Jahre vergangen. Wir haben hier verschiedene Themengruppen, die Leute aus Pforzheim einladen, auch nach dem Krieg nach Osijek zu kommen. Man kann Osijek in einem anderen Licht sehen, als da, wo Krieg im Land herrschte. In einer Friedenszeit nach Osijek zu kommen und einen Einblick in die Natur, in die Stadt, in die Straßen zu bekommen. Der Titel heißt Krieg und Frieden. Also eine Bilderreihe zeigt Krieg, die andere die Landschaft und Osijek im Frieden. Osijek wurde während des Balkankrieges schwer beschädigt. Pforzheim ereilte im Zweiten Weltkrieg ein ähnliches Schicksal. Eine Verbindung, die die Ausstellung für den Fotografen zu etwas ganz Besonderem macht. Die deutsch-kroatische Gesellschaft Pforzheim-Enzkreis ist jedenfalls froh, Fotos des Künstlers im Kulturhaus Osterfeld ausstellen zu können. Ich denke, wichtig ist, dass es überhaupt zu Begegnungen zwischen beiden Städten kommt. Und ob die kulturelle, sportliche Art oder sonstige Art sind, ist da eigentlich nicht ausschlaggebend. Wichtig ist, dass es bei Begegnungen bleibt und nichts alarmt. Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Eine Aussage, die spätestens bei einem Rundgang durch die Fotogalerie verständlich wird. Die Ausstellung ist noch bis Samstag, den 6. Oktober, geöffnet.